Kaminski, meine Damen und Herren. Vielen Dank für die Einladung, hier zu sprechen. Vielen Dank auch für das Kompliment, dass ich viele populärwissenschaftliche Bücher geschrieben habe. Da freut man sich immer. Demografie, Ursachen, Folgen und Politikimplikationen, das ist mein Thema. Aber soweit ich das sehe, trage ich hier auch Eulen nach Athen. Denn Sie sind ja in dem Thema drin und ich weiß, dass hier Kollegen sitzen, die im Grunde viel mehr wissen als ich. Aber das ist doch ein Thema, das mich jahrzehntelang beschäftigt hat. Es war sogar so, das war mein erstes Dissertationsthema. Ich konnte aber damals als junger Mensch noch nicht viel damit anfangen, sodass ich nach 2-3 Monaten Beschäftigung damit es wieder aufgegeben habe. Dummerweise, denn dann hätte ich ja noch vor Herrn Birk vielleicht dazu was schreiben können. So sind meine Publikationen dazu also im Wesentlichen aus den 90er Jahren. Dann habe ich was anderes gemacht. Gut, das sind Bilder, die man nicht in Deutschland sieht, sondern in anderen Ländern. In Deutschland gibt es natürlich auch Frauen mit Kindern, aber doch nicht so viele wie in Frankreich oder Schweden. Das ist mehr für Deutschland hier typisch. Störfaktor Kind oder braucht man Kinder zum Glücklichsein? Das sind Titel, die uns hier begegnen in Deutschland. Susanne Zehetbauer, ich bin eine Frau ohne Kinder, hübsche Frau, durchaus. Aber Begleitung beim Abschied vom Kinderwunsch ist schon hart, finde ich. Oder Corinne Meyer, No Kid, 40 Gründe, keine Kinder zu haben. Das ist irgendwie populär in Deutschland, aber es ist problematisch. Ich will über die Fakten der Geburtenarmut hier reden, die Folgen, die Ursachen und die Politikimplikationen. Was die Fakten betrifft, zunächst ein Blick auf die Fertilitätsrate, dieses Kunstprodukt, also die theoretische Zahl der Kinder pro Frau, wenn, sagen wir mal, das Kohortenverhalten, das, was man heute beobachtet, das gleiche wäre wie das, was im Lebenszyklus einer Frau stattfände. Ich will auch nicht die Details nicht eingehen, gibt es aber nicht wirklich, das ist eine ziemliche Kunstzahl. Da sieht man, im Durchschnitt der EU-Länder liegen wir hier bei 1,58 Kindern pro Frau, USA bei 1,87, Deutschland bei 1,38. Und dann gibt es aber eine andere Zahl, die ist nicht so theoretisch, sondern ist eine harte Zahl, da werden einfach nur zwei statistische Messzahlen durcheinander geteilt. Das ist die Zahl der Neugeborenen pro 1000 Einwohner, völlig theorielos. Und hier sieht man die EU mit 10 Kindern pro 1000 Einwohnern, die USA mit 12, Deutschland mit 8,5. Und am Ende sind wir dann, wenn man abzieht, dass eben ein Drittel der neugeborenen Kinder in Deutschland Migrantenkinder sind. Also sozusagen die ursprünglich vorhandene Stammbevölkerung wäre ja ziemlich am Ende. Nun müsste ich das auch noch für Portugal und Japan und Italien tun. Ich kann es nicht. Insofern sind das keine echten Vergleiche. Aber ich vermute mal, dass da nicht so viele Migrantenkinder dabei sind. In Japan schon mal rein gar nicht. Wir sind also in gewisser Weise am Ende der Statistik bei dieser Geburtenzahl pro 1000 Einwohner. Die Frage ist, wie kommt diese Unterschiedlichkeit der Zahlen zustande bei der linken und bei der rechten Statistik? Nun, da müssen wir auf den Zeitverlauf der Fertilitätsraten schauen. Das sind die EU-Länder. Wir sehen einen Rückgang von 2,5 im Jahr 1960 auf jetzt 1,6. Dann hier verschiedene andere Länder, Frankreich, da geht es wieder hoch Richtung 2, Holland 1,7. Überall geht es also irgendwie runter, Deutschland, Spanien und so weiter, Polen. Jetzt blende ich mal ein paar aus und konzentriere mich nur auf diese vier. Was Sie hier sehen, ist eine Phasenverschiebung. Deutschland ist das erste Land, wo die Fertilitätsraten runtergehen. Dann kommt Italien, 7 Jahren Abstand, mit 4 Jahren Abstand auf Italien, Spanien. Und dann nochmal mit 11 Jahren Abstand auf Spanien kommt Polen. Und diese Phasenverschiebung ist, glaube ich, wichtig, um zu verstehen,
wieso wir bei der Zahl pro 1000 Einwohner so weit unten sind, weil nämlich es uns in Deutschland schon an gebärfähigen Menschen fehlt. Also Menschen im Bereich der 20er und 30er, die Kinder haben können. Denn die wurden schon mal gar nicht geboren, weil hier in Deutschland die Pille als erstes eingeführt wurde von Schering und deshalb der Geburtenknick, der Pillenknick in Deutschland früher lag als in den anderen Ländern. Jetzt kommen zwei Effekte zusammen. Das frühe Einsetzen dieses Rückgangs hat uns schon die Generation der gebärfähigen Menschen geraubt. Und die, die wir haben, haben auch noch eine relativ kleine Fertilität in der üblichen Messform. Und diese zwei Effekte kumulieren sich und machen uns also zum Weltmeister von unten, was die unter den OECD-Ländern, was die Zahl der Neugeborenen pro 1000 Kinder betrifft. Die Alterspyramide in Deutschland sieht nicht mehr so aus. Das ist die Pyramide von 1875, sondern so. Es ist ein buschiges Gebilde. 1875 war es noch wirklich das, was man so unter einer Pyramide versteht. Warum ist es eine Pyramide, die sich nach oben verjüngt zu wachsendem Lebensalter? Man würde denken, weil die Menschen sterben. Das ist aber nicht der Grund. Der wirkliche Grund ist das Wachstum der Bevölkerung. Das ist von 1875, nehmen wir mal die 20-Jährigen, die sind 1855 geboren. Und da gab es einfach nicht so viele Neugeborene wie 20 Jahre später. Das ist der Grund für die Pyramide. Nicht? Das Wachstum der Bevölkerung. Dass da die Menschen auch noch sterben, wenn sie älter werden, kommt hinzu, ist aber nicht verantwortlich für diese Pyramidenform. Das gibt eher eine Bienenwabe mit einer Spitze, die relativ gerade Wände hat, wenn man nur das Sterben betrachtet. Aber diese Pyramide entsteht durch das Wachstum der Bevölkerung. Und wenn man nicht wächst, sondern schrumpft, dann ist es halt keine Pyramide. Die Deutschen hatten, als diese Pyramiden das erste Mal gezeichnet wurden, die französische Pyramide als Sarg bezeichnet im 19. Jahrhundert. Jetzt sieht unseres auch fast so aus, dass nach oben hin dicker ist und nach unten immer dünner wird. Oder es ist ein Busch mit so dicken Ästen hier im Bereich von 50 Jahren. Das sind die Babyboomer. Es soll sich ja keiner angesprochen fühlen. Aber das sind die Menschen, die eben 1965 geboren sind. Und von denen gibt es ganz besonders viele. Nie zuvor und wahrscheinlich nie wieder danach waren so viele Deutsche geboren wie damals. Und das Schicksal Deutschlands und die deutschen Probleme der Demografie kann man begreifen, wenn man einfach nur auf diese dicken Äste hier schaut. Dann weiß man, was die nächsten Jahrzehnte hier in Deutschland los ist. Denn die rutschen ja jedes Kalenderjahr um ein Jahr nach oben. Ne? Und in 15 Jahren sind die 65 und wollen eine Rente von Kindern, die sie nicht haben. Das ist das Fundamentalproblem. Man sieht hier die deutsche Geschichte, das Geburtentief der neuen Länder, man sieht den Pillenknick, man sieht die Babyboomer, die ich gerade erwähnt habe, man sieht hier den Zweiten Weltkrieg und man sieht hier auch den, was ist denn das? Hitlerboom. 1940, als die gerade bevor sie in den Krieg gezogen sind, haben sie gerade noch mal Kinder gezeugt. Und das ist eine beschämende Spitze in der deutschen Statistik, aber sie ist so, wie sie ist. Und ich kann Ihnen versichern, wenn ich die österreichische Pyramide nehme, ist das noch viel extremer. 1940 sind da ganz, ganz viele Kinder geboren. Und die Babyboomer, über die wir reden, die heute 50 sind, nicht, sind die Kinder der Hitlerboomer. So viel zur deutschen Geschichte. Das pflanzt sich in Wellen fort. Ne? Hier unten kommt ja wieder so eine Welle. Das sind jetzt wieder die Kinder der Babyboomer. Schon interessant. Also ich finde, an so einer Pyramide kann man den ganzen Abend verbringen und sie studieren und gucken, was da so passiert ist. Nicht? Die Weltwirtschaftskrise hier auch und den Ersten Weltkrieg, den sieht man schon gar nicht, weil die Leute sowieso tot sind. Ja. Wie die Pyramide sich entwickelt, das kann man auch darstellen. Hier ist dieselbe Pyramide nochmal zurück im Jahr 1995.
20 Jahre vorher, da sehen Sie, sind die Babyboomer 30 und nicht 50. Und jetzt gehe ich mal in 5 Jahresschritten weiter und wir verfolgen mal bitte ganz, ganz genau, wie sich dieses Gebilde hier entwickelt. Das ist also das Jahr 2000, das Jahr 2005, da sind sie 40, die Babyboomer, 2010, 2015. Und gut, ab jetzt ist das Prognose, aber man kann das recht gut prognostizieren hier mit der mittleren Annahme über die Einwanderung, ob die nun stimmt mit 200.000, das ist ja nach den neuesten Entwicklungen nicht so klar, aber dann ginge das so weiter, 2020, 25, 2030, dann sind die Babyboomer halt 65 und wollen ihre Rente. Ob sie sie dann kriegen, ist noch eine andere Frage, aber das ist das normale Alter. Und dann sind sie 70, 2035 und so weiter. Jetzt wird es natürlich immer gewagter mit der Prognose, aber das ist die offizielle Prognose des Statistischen Bundesamtes. Und das ist 2050. Ich kann Ihnen sagen, diese Prognosen sind zwar gewagt, aber lange nicht so gewagt wie unsere Konjunkturprognosen fürs nächste Jahr. Ne? Weil die Menschen, um die es geht, die sind ja schon alle da im Wesentlichen. Das kann man ja relativ genau prognostizieren. Da das so schön war, machen wir es jetzt nochmal. Fangen wieder vorne an und ich setze mal hier ein paar Gesichter drauf, dass Sie wissen, um wen es hier geht. Typischer Hitler-Boomer, also bitte nicht zitieren, das ist, kommt ja falsch rüber. ist er hier. Ne? Sie 1954 und die Dame kennen Sie auch, unsere typische Babyboomerin Frau Illner, die damals 30 war. Und jetzt schieben wir es nochmal alle 5 Jahre hoch, da sehen Sie genau das Problem. Jetzt haben wir 2015, Frau Illner ist 50, noch arbeitet sie 2025, 2030, jetzt will sie ihre Rente, das heißt, die braucht die natürlich nicht aus der gesetzlichen Rentenversicherung, aber sagen wir mal. Und dann ist sie 70, 2035, dann ist der Berg dieser Babyboomer über der 65-Grenze. Und dann haben wir ein Maximum an Verwerfung zwischen den Alten, die da über 65 sind und ernährt werden wollen, und den Jungen, die sie ernähren müssen. Nachher löst sich das Problem natürlich irgendwann wieder, wenn man dann verschwindet. Nicht? Aber vorher ist da ein Maximum an Verzerrung. Gut. Nach der Prognose haben wir dann 7,3 Millionen Menschen im Rentenalter mehr. Also im Rentenalter. Ob das dann wirklich Rentner sind, ist noch eine ganz andere Frage. Im jetzigen Rentenalter, weil wenn man 65 nimmt. Und die Erwerbsbevölkerung zwischen 15 und 64 ist 8,4 Millionen kleiner. Also ungefähr 8 Millionen mehr in der Rente und 8 Millionen weniger, die für die Arbeit zur Verfügung stehen, so cum grano salis. Und das ist eben eine ziemliche Verzerrung. Was das alles impliziert, werden wir noch diskutieren. Man kann diese Verzerrung auch ausdrücken durch den alten Quotienten. Das ist die Relation zwischen den Leuten ab 65 und den Jungen, also 15 bis 64. Hier ist das Jahr 2000, da waren das 24. Das heißt, 100 Junge mussten 24 Alte ernähren. Heute müssen 100 Junge 32 Alte ernähren. Im Jahre 2030 sind es 47. Das heißt, wir haben dann schon eine Verdopplung. Von 2000 bis 2030 verdoppelt sich die Zahl der Alten, die ernährt werden wollen, von den Jungen. Und jetzt muss ich kein Rentenmodell rechnen, können wir auch, wir haben das IFO-Rentenmodell und so weiter. Herr Werding war ja vorhin erwähnt worden, der war ja bei uns, wir haben das damals entwickelt, dieses Rentenmodell, für ein Gutachten beim Wissenschaftlichen Beirat, was dann die Basis für die Riester-Rente wurde. Das haben wir in meinem Institut gemacht, am CES,
Und es hat sich weiterentwickelt. Das wird heute von Herrn Werding betreut. Also wir können das alles sehr genau rechnen. Aber Sie müssen nicht ein Rentenmodell haben. Das können Sie im Kopf rechnen, dass wenn da doppelt so viele Alte sind, relativ zu den Jungen, dass das fürs Rentensystem bedeutet, dass Sie entweder die Rente halbieren müssen oder den Beitragssatz verdoppeln müssen. Nun können Sie den Beitragssatz verstecken im Steuersystem, den Bundeszuschuss erhöhen. Das machen die Politiker immer gerne, dass man das nicht so sieht. Das ist aber der Arbeitsbevölkerung Schnurzpiep, ob das jetzt Beitrag oder Steuer genannt wird. Und zwischen diesen beiden Eckpunkten, Verdoppelung des Beitragssatzes und Halbierung der Rente, kann sich die Politik irgendeine Mischlösung aussuchen, aber es wird nicht angenehm. Es wird in jedem Fall, wie auch immer die Lösung aussieht, ganz unangenehm. Es führt zu einem Verteilungskonflikt zwischen den Generationen. Hier ist noch das Jahr 2035, da sind wir dann schon bei 55. Da ist die Verwerfung also dann besonders stark angestiegen. Danach flacht sich das ein bisschen ab, wird aber nicht besser. Die Rentenprognosen, die offiziellen, enden gerne beim Jahr 2030, damit diese schreckliche Phase danach möglichst ausgeblendet wird. Nehmen wir mal andere Länder. Das ist die EU im Durchschnitt. Im Jahr 2000 war die Relation genau die gleiche, aber entwickelt sich doch nicht so krass wie in Deutschland. Hier sind die USA wesentlich günstiger, weil eben da ganz andere Migrationszahlen sind und auch noch höhere Fertilitätsraten. Steigt auch an, aber nicht so. England, Frankreich, ein bisschen besser als der EU-Durchschnitt. Holland. Und hier kommen andere Krisenländer, potenzielle. Italien sieht noch ein bisschen ungünstiger aus in der Mitte des Jahrhunderts als Deutschland. Oder gar Spanien. Die fangen niedriger an, vorläufig ist das noch viel wesentlich günstiger, aber schießen dann doch zur Mitte des Jahrhunderts über Deutschland hinaus. Das ist nochmal die Phasenverschiebung, über die ich vorhin sprach. Und nehmen Sie gar Japan, die hier den Vogel abschießen, die in der Prognose steuern in eine Situation hinein, wo 100 Junge 70 Alte finanzieren müssen. Die machen das ja nicht mit der Rentenversicherung nach dem Umlageverfahren, sondern mit der Staatsverschuldung. Das heißt, die Jungen arbeiten fleißig, kriegen so ein Papier in die Hand gedrückt, ein Staatspapier, und wenn sie alt sind, dürfen sie es wieder verkaufen an die Jungen. Das ist ein Umlageverfahren von der gleichen Art, wie wir es haben in Deutschland, nur rechtlich ein bisschen anders konstruiert. Aber ökonomisch ist diese Staatsverschuldung dasselbe. Deswegen kann man ja auch die Anwartschaften im Rentensystem nach dem Umlageverfahren als eine versteckte Staatsschuld interpretieren. Wir reden da als Ökonomen von der impliziten Schuld. Und wissen Sie, es macht wirklich keinen Unterschied, ob ich ein Staatspapier habe und im Alter davon leben will oder ob ich einen Zettel gekriegt habe von der gesetzlichen Rentenversicherung, wo draufsteht, Sie haben so und so viele Rentenansprüche. Das ist Jacke, wirklich auch wieder Jacke wie Hose. Denn das muss von der nachfolgenden Generation über Steuern oder Beiträge bezahlt werden. Kein Unterschied. Die Folgen. Was heißt das denn jetzt? Ja, nun, es heißt erstmal sinkende Dynamik und Innovationskraft für dieses Land. Die Gründungen von Unternehmen werden gemacht von jungen Leuten in den 30ern. Das mittlere Alter liegt so bei 35. Auch die wissenschaftliche Leistungsfähigkeit ist, gut, das kann man argumentieren, auf einem Maximum in den 30er Jahren. Jedenfalls ist das eine ältere Studie von Guilford dazu, der also die Zahl der Zitierungen von Papers, die man irgendwann in seinem Leben geschrieben hat, als Gewichtsfaktor für das Lebensjahr genommen hat und dadurch einen relativ objektiven
Indikator für die wissenschaftliche Leistungsfähigkeit gewonnen hat. Und da liegt man auch gerade bei 35 Jahren. Und wenn uns eben diese junge Generation wegbricht, dann ist eben auch nicht mehr viel Dynamik da. Einige sagen, wenn die wegbrechen, ist doch gut, wir haben sowieso zu wenig Stellen, um all die Menschen, die arbeiten wollen, arbeiten zu lassen. Es fehlen 3 Millionen Stellen, weil wir 3 Millionen Arbeitslose haben. Und wenn jetzt weniger Menschen da sind, dann kriegen ja alle einen Job. Das ist sozusagen Handelsklasse 4C. Ja? Das ist ja eines der dümmsten Argumente, die man sich überhaupt nur vorstellen kann, weil das Argument davon ausgeht, als würden die Arbeitsplätze vom Himmel fallen. Der liebe Gott macht sie und wir müssen sie besetzen. So ein Quatsch. Arbeitsplätze sind ja zwischenmenschliche Beziehungen, nicht? Wo ein Unternehmer ist, der eine Idee hat, der Menschen koordinieren kann und kann sie zu einem produktiven Gebilde irgendwie zusammenfassen. Also die Frage ist immer, ob die Arbeitgeber nur eher aussterben als die Arbeitnehmer. Das ist die Frage. Und wenn Sie von der Dynamik und dem, was ich gerade gesagt habe, ausgeben, dann ist es doch wohl eher so, dass uns die Unternehmer eher wegbrechen als die Arbeitnehmer. Also dass das eine Entkrampfung des Arbeitsmarktes ist, ist überhaupt nicht vorstellbar. Das ist absoluter Quatsch. Aber der Quatsch hält sich irgendwie konstant irgendwo in irgendwelchen Schriften. Es gibt freilich Wachstumsbranchen. Wenn Sie Geld übrig haben, kann man nur empfehlen, hier zu investieren. In Altersheimen liegt die Zukunft dieses Landes, sage ich mal. Auch wirklich, bevor Sie Riestern und das Geld der Bank geben, kaufen Sie sich lieber in ein Altersheim ein, dann haben Sie genau das, was Sie später brauchen. Und es knabbert auch keiner mit dem Schlips dran, die Zeit über. Und wenn Sie es wieder haben wollen, ist das Geld weg. Nicht? Das ist ja so, wir geben das irgendwelchen Leuten, die da also irgendwelche Finanzgeschichten machen und die geben es anderen und die geben es nochmal anderen. Und wenn Sie es wieder haben wollen nach 30 Jahren, gucken Sie in die Röhre. Weil da irgendeine Krise gewesen ist oder aus irgendeinem Grund ist das Geld halt nicht da. Denn das, was die vorher aufgegessen haben, das fehlt ja dann. Das hört sich an wie ein Linker, was ich jetzt sage. Ne? Aber ich versuche, die Dinge so zu sagen, wie sie sind. Sie sind leider so. Und die amerikanische Finanzkrise mit allem, was daran hing, hat uns gezeigt, dass die Welt doch weitgehend so ist, erstaunlich problematisch. Die Krise des Sozialsystems, welches ja ein Umlagesystem ist, ist vorprogrammiert. Und nicht nur die gesetzliche Rentenversicherung ist ein Umlageverfahren, auch die Krankenversicherungen. Die Jungen zahlen viel mehr, als nötig ist, um ihre Krankenkosten zu bezahlen. Sondern da gibt es auch eine Umlage von den Jungen zu den Alten. Und das ist erheblich. Nochmal die Alterspyramide. Vergleichen Sie mal diese Alterspyramide mit einer sogenannten bestandserhaltenden Pyramide, wo wir zwischen 30 und 60 ungefähr die gleiche Zahl von Leuten haben wie jetzt. Das ist diese Bienenwabe, von der ich sprach. Was uns auffällt hierbei ist, einmal, es fehlen Deutschland die Jungen. Es fehlen Deutschland aber auch die Alten. Nicht zwar nicht so viel, aber das ist auch bemerkenswert. Deutschland hat wenig alte Leute und wenig junge Leute. Kann das sein? Aber irgendwie ist es schon so, wie man hier sieht. Und das heißt, für die Babyboomer hier ist das eine traumhafte Situation. Sie leben in Saus und Braus, denn sie müssen weder nach unten noch nach oben zahlen. Sie müssen für ihre Kinder kein Geld ausgeben, weil sie nicht haben. Und sie haben nur wenig Alte zu ernähren. Wie kommt das? Aber jeder hat doch Eltern. Wie kann das sein? Nun gut, die Eltern gehörten noch zu der Generation, die viele Kinder hervorgebracht haben. Das heißt, die Babyboomer können sich die Finanzierung ihrer Eltern noch mit vielen Geschwistern teilen. Das ist ein doppelter Vorteil. Sie haben selber keine Kinder. Die Eltern hatten noch viele Geschwister. Also muss man weder nach oben noch nach unten viel zahlen und es geht einem so richtig gut. Der zweite Urlaub, das zweite Auto, das ist alles drin. Aber es ist eine Einmalsituation im Übergang
von hohen Geburtenraten zu niedrigen Geburtenraten, die eben für die Betroffenen ein ganz, ganz böses Erwachen bringen werden. Deutschland wird auch zur Gerontokratie sich wandeln. Das heißt, wir haben jetzt schon eine Situation, ungefähr gerade jetzt im Jahr 2015, wie ich mal ausgerechnet habe in einem Paper mit Silke Übelmesser, den Punkt, wo Deutschland umkippt. Das heißt, wenn ich mich frage, gibt es eine Mehrheit für eine lineare Ausdehnung des Rentensystems, höhere Beiträge und höhere Renten? Ne? Die Alten sind dafür, wer hinreichend nah am Rentenalter ist auch dafür, wer hinreichend jung ist, ist dagegen, weil er verliert. Nicht? Und wo liegt die Mehrheit? Das Jahr 2015 ist das Jahr, wo die Mehrheit gerade kippt. Die Mehrheit der Wahlberechtigten ab 18. Wir gehen also jetzt so allmählich in die Gerontokratie, wo der Medianwähler eben alt ist in dem Sinne, dass Umverteilung von jung zu alt von ihm gewünscht wird, von der Mehrheit der Wähler gewünscht wird. Auch das hat recht dramatische Implikationen. Gut, jetzt haben wir also die Fakten, die Folgen. Das ist alles noch relativ hart greifbar. Jetzt komme ich ein bisschen mehr ins Spekulative hinein, ins Theoretische. Woran liegt das alles? Auf die Pille habe ich ja schon hingewiesen, das ist ja im Bereich des Trivialen. Aber gibt es nicht auch andere Effekte? Warum sind wir Deutschen auch gerade so am Ende dieser Skala weltweit? Nun, wir haben wenig Kinder und wir haben wenig Kinder, weil eben die Gründe fürs Kinderkriegen in Deutschland ziemlich intensiv eliminiert wurden. Man kann natürlich sozusagen oberflächliche Gründe finden, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, pipapo, ist alles richtig. Ich möchte eine Stufe tiefer gehen bei den Gründen. Es gibt drei Gründe, warum Menschen Kinder haben. Das erste ist nun mal das. Ja? Das heißt, die Kinder sind die Begleiterscheinung einer anders motivierten Tätigkeit. Die kommen halt irgendwie. Ja? Denn so hat uns nun mal die Biologie ausgerüstet. Hat uns mit einem Präferenzkostüm ausgestaltet, sodass wir da irgendeinen Nutzen maximieren, aber das ist ja nur die Biologie weiß, warum wir das denn tun, wenn wir das tun. Das zweite ist der Kinderwunsch. Für einen Ökonomen ist das platt gesagt der Konsumnutzen des Kindes. Wir finden die Kinder schön, ich habe jetzt Enkel, die finde ich also herrlich. Noch viel schöner als die Kinder. Ja? Also irgendwie ist es richtig schön. Das ist so ein Konsumnutzen, den man hat, wenn man die kleinen Kinder hat. Und dann gibt es das Investitionsmotiv. Das heißt, man hat Kinder, weil man davon ernährt werden will, wenn man alt ist. Wovon redet der? Kein Mensch in Deutschland denkt irgendwie an Ernährung im Alter, wenn man Kinder kriegt, das ist doch abwegig. Ja, so abwegig ist es nicht. Wir sind ja nicht die Einzigen auf der Welt, wir Deutschen. Ich war in China im letzten Jahr im Sommer und habe diese Ein-Kind-Politik studiert. Da ist es vollkommen klar, warum die Leute Kinder haben. Das ist ein Versorgungsmotiv. Weil da ist die Regel so, die Jungen müssen die Eltern versorgen und die Mädchen müssen die Schwiegereltern versorgen. Und wenn Eltern nur Mädchen haben, kriegen sie nichts im Alter. Das heißt, das ist ein großes Unglück. Deswegen wurden schon immer in China die kleinen Mädchen umgebracht. Ich habe einen Bericht gelesen von einem Pfarrer, der da tätig war um 1900. Das heißt, was er nicht ertragen konnte, waren diese Mädchen-Baby-Leichen, die da also von den Hunden zerfleischt wurden. Nicht? Also schreckliche Situationen. Und es ist heute eben die Abtreibung und so weiter. In China gilt die Regel, dass wenn das erste Kind ein Mädchen ist, darf man noch mal probieren. Und beim zweiten Mal wird es bestimmt ein Junge. Man probiert nämlich so lange, bis ein Junge wird.
Das zeigt, wie stark dieses Investitionsmotiv in Gesellschaften ist, die nicht über eine Rentenversicherung verfügen. Es ist also schon ein starkes Motiv fürs Kinderkriegen. So, jetzt hat aber die Moderne von diesen Motiven einige eliminiert. Das ist die Pille. Das heißt, die zufällige Begleiterscheinung dieser Tätigkeit ist nicht mehr da, wenn man es nicht bewusst will. Und das wurde auch eliminiert, und zwar von ihm. 1889, Rentenversicherung. Damit wurde das Investitionsmotiv teilweise eliminiert. Bismarck hat in seiner Reichstagsrede 1881, die auch aus heutiger Sicht noch fantastisch geschrieben ist, in aller Deutlichkeit erklärt, warum er die Rentenversicherung will. Ein Motiv war, dass er diese hungernden Alten, die in der Familie betteln gehen mussten und hungrig ernährt wurden, wie er sagte, dass er denen helfen wollte. Denn sie hatten ja keine Ansprüche. Wenn man keine Kinder hatte, musste man in der Verwandtschaft betteln gehen. Und das war eine unwürdige Situation. Es war vor Bismarck einfach vollkommen klar, dass man sich ehelichen musste und Kinder kriegen musste. Es gab keine anderen Modelle. Wer keine Kinder hatte, der hatte ein Unglück zu befürchten. Und eine junge Frau hat dann nicht lange gefackelt und überlegt, ob sie da den Freier akzeptieren sollte oder nicht, sondern war froh, dass sie unter der Haube war, um dieses Unglück, eben keinen zu finden, zu vermeiden. Und das war dann mit einmal durch Bismarck verändert worden. Plötzlich gab es den Onkel, die Tante, die keine Kinder hatten und trotzdem nicht betteln gehen mussten, weil sie halt vom Staat das Geld kriegten über die Rentenversicherung. Und das hat dazu geführt, dass ein Lebensmodell, das vorher vollkommen unmöglich war ökonomisch, möglich wurde. Und von Generation zu Generation hat es mehr Nachahmer gefunden. Und wir haben ein ganzes Jahrhundert gebraucht, bis der ökonomische Anreizeffekt durch Imitation sich voll ausgewirkt hat. Nicht-Ökonomen glauben ja immer, die Ökonomen, wenn sie ihren Homo economicus da unterstellen, glauben, dass die Menschen mit Rationalität behaftet sind. Das ist ja gar nicht die Annahme. Sondern die Annahme ist für den Homo economicus, man macht das nach, was funktioniert. Ja? Eine Firma macht eine andere Firma nach, die Gewinne macht. Deswegen sind Firmen gewinnmaximierend. Nicht, weil sie da mit dem Rechenstift kalkulieren. Das tun sie zwar auch, aber das ist gar nicht mal die Hauptsache. Und dieses Imitieren, was eben Rationalverhalten, was funktioniert, hervorbringt, das haben wir natürlich auch hier im reproduktiven Verhalten. Heute ist die Dink-Familie in, Double Income, No Kid, ist also gesellschaftlich akzeptiert. War es eben vor Bismarck nicht. Ein ganz starkes Motiv. Und der beste Beweis dafür, wie stark die Anreize der Rentenversicherung für die Kinderlosigkeit sind, liegt eigentlich darin, dass kein junges Paar heute noch im Entferntesten daran denkt, dass man durch Kinder das Alter sichern kann. Diese Beziehung ist vollkommen ausgelöscht worden aus den Köpfen der Menschen. Überhaupt nicht mehr da. Und das beweist, wie stark die Anreize waren. Nicht? Das genau beweist es. Denn es ist ja noch wie vor Bismarck, ohne Kinder keine Rente. Da hat sich ja nichts dran geändert. Das ist ja nur mikroökonomisch so, dass man eine Rente kriegt, wenn man keine Kinder hat. Aber wenn alle keine Kinder haben, gibt es keine Rente. Das ist noch genauso wie vor Bismarck. Man nennt das die Bevölkerungshypothese, die Rentenhypothese in der Bevölkerungswissenschaft. Das haben viele erforscht, da gibt es eine ganze Literatur dazu, die eben das nachweisen. Oder auch nicht nachweisen, da gibt es halt eine Diskussion. Aber Sie können manche Dinge auch in der Volkswirtschaftslehre relativ gut introspektiv nachvollziehen. Dann werden Sie mir zugeben, dass das ein starkes Motiv gewesen sein muss. Ich habe auch eine Studie mal bei uns machen lassen dazu, eine ökonometrische, wo das also herauskam mit den Daten, die man von damals hatte.
Man kann das auch in ökonomischer Sprache so ausdrücken, die Sozialisierung der Kinder durch ein umlagefinanziertes Rentensystem hat dazu geführt, dass die Investitionen eben zurückgehen. Wenn ich die Erträge einer Investition sozialisiere, warum soll ich dann die Investition machen? Nicht? Die Schaffenskraft der Kinder wird durch die Rentenversicherung sozialisiert. Die Rentenversicherung kann man positiv begründen als eine Versicherung gegen Kinderlosigkeit. Ich kann mir vorstellen, dass eine Generation von rationalen Menschen, bevor sie im Alter sind, wo sie also Kinder kriegen können, einen Vertrag auf Gegenseitigkeit macht, derart, dass man von den Kindern der anderen miternährt wird, wenn man selber keine Kinder haben kann. Das ist ja durchaus eine rationale Konstruktion, nicht? Die Versicherung gegen Kinderlosigkeit, die solch eine Rentenversicherung darstellt. Aber wie jede Versicherung lässt unter dem Schutze der Versicherung die Anstrengung zur Verringerung der Gefahr nach. Wenn ich eine Brandversicherung habe, dann investiere ich nicht mehr in Nachtwächter. Nicht? Warum soll ich denn? Wenn ich eine Kaskoversicherung habe, ja, dann fahre ich mal ein bisschen schneller. Nicht? Oder fahre mehr, als es sonst der Fall wäre. So ist es auch hier. So gesehen hat der Sozialstaat die Probleme, unter denen er heute leidet, selber hervorgebracht. Die Rentenversicherung leidet unter der Kinderlosigkeit und hat sie doch selber erzeugt. Das ist wie häufig. Eine Arbeitslosenversicherung leidet unter der Arbeitslosigkeit, weil es viel Geld kostet, aber hat sie in gewisser Weise selber erzeugt, weil der Staat ein Geld fürs Nichtstun gibt, welches einen Mindestlohnanspruch gegen die Wirtschaft darstellt, unter dem man nicht bereit ist zu arbeiten, und dann entsteht halt Arbeitslosigkeit. Da gibt es ganz viele Beispiele von dem gleichen Strickmuster, und dies ist halt auch eines von der Sorte, wo sich Ökonomen halt in ihren Aufsätzen damit beschäftigen. Also, man kann es eben auch tatsächlich als Vollkaskoversicherung gegen Kinderlosigkeit bezeichnen, die eine Vollkaskomentalität hier erzeugt. Ich darf in dem Zusammenhang auf das Mütterrentenurteil vom Jahr 1992 verweisen. Da gab es eine Mutter, die klagte vor dem Verfassungsgericht, also Musterfall, der dann hochgezogen wurde, aber immerhin. Die kriegte 150 Mark Rente pro Monat. Und dann hat sie das Gericht gefragt, wie kommt das? Ich habe 5 Kinder und die zahlen zusammen 3.250 Mark ein in die Rentenversicherung. Wo sind denn die anderen 3.100 Mark bitte? Warum kriege ich die nicht? Naja, die wurden eben sozialisiert. Das ist genau der Punkt. Dann haben die Vertreter der Rentenversicherung gesagt, das ist okay, weil eine Rentenversicherung hat mit Familie und so gar nichts zu tun und das gehört in den Familienlastenausgleich, es ist systemfremd, da irgendwie an Rente zu denken. Und den Zahn hat das Verfassungsgericht aber den Vertretern der Rentenversicherung gezogen und hat erklärt, Kinder gehören konstitutiv zu einem Rentensystem dazu. Und deswegen sind Regeln im Rentensystem, die Ansprüche nicht nur davon abhängig machen, wie viel Geld man da reinschiebt, um die Generation der Eltern zu finanzieren, sondern auch wie viele Kinder man in die Welt gesetzt hat, absolut korrekt. Das gehört konstitutiv in die Rentenversicherung rein. Dann hat der Gesetzgeber da ein bisschen was verändert und hat so eine Mütterrentenkomponente eingeführt für Modellmütter, die dann nach 1992 dann Kinder kriegten, und dann wurde also formal dem Anspruch genügt, aber in Wahrheit war das nur ein Klacks. Und was wir jetzt seit Jahresbeginn haben, ist ja, dass eben die Altmütter dann genauso behandelt werden wie die Neumütter. Das hat zwar keine Anreizeffekte, aber es ist trotzdem sinnvoll. Mit Herrn Werding zusammen habe ich damals eine Studie gemacht, als er noch bei uns war. Und da haben wir ausgerechnet, dass die fiskalische Externalität eines Kindes in der Rentenversicherung 139.000 Euro ausmacht. Also das Gedankenexperiment ist, ein Kind wird geboren, wächst heran, arbeitet, wird alt, kriegt wieder was raus. Zwischendrin hat es aber selber Kinder, die eigenen Kinder sorgen wieder für die eigene Rente und so weiter, durchdekliniert.
und es kommt heraus, dass per saldo ein Kind, das geboren wird, das ist nun schon ein paar Jahre alt, aber dann 139.000 Euro an den Rest der Gesellschaft abführt, allein durch die Regeln des Rentensystems. Eine sogenannte fiskalische Externalität. Und das ist wie eine Steuer. Wir haben also ein System, wo der Staat in die Wiege einen Schuldschein legt von 139.000 Euro und es aber dem Kind überlässt, das später zu zahlen, freilich mit Zins und Zinseszins. Macht heute keinen Unterschied mehr, aber... Nicht? Mit Zins und Zinseszins, 139.000 Euro. Wollte der Staat fiskalisch neutral sein gegenüber den Kindern, was müsste er machen? Er müsste den Schuldschein wegnehmen oder Bargeld in die Wiege legen in Höhe von 139.000 Euro. Das sagen Leute, die das nicht verstehen, das ist eine Sprungprämie. Ja? Der Staat greift in das Heiligste ein, was die Menschen haben, ihre Familienplanung, und steuert die Fertilität. Sorry, ist genau umgekehrt. Er greift heute ein, indem er das Kinderkriegen mit 139.000 Euro belastet. Und würde man Bargeld dahinlegen, im gleichen Umfang wäre er gerade neutral. Ist genau umgekehrt. Das ist eben die Sozialisierung der Schaffenskraft der Kinder durch das Rentensystem, die dadurch dann kompensiert würde. Und die Rente, die die Mutter kriegt, nachdem der Gesetzgeber reagiert hat auf das Mütterrentenurteil, waren lächerliche 11.000 Euro im Maximum. Nicht? Für so eine Modellmutter, die also genau 25 Jahre ist, lebt bis 80 und kriegt also gerade 2/3 des Durchschnitts. Wenn sie mehr als 2/3 des Durchschnitts verdient oder weniger, dann kriegt sie schon mal nicht mehr die 11. Das ist wie mit VW. Da haben die das so getrickst, dass gerade bei einer ganz bestimmten Konstellation die Sollwerte erfüllt wurden. Eigentlich müsste man dem Bundestag auch eine Strafe von 20 Milliarden Euro aufbrummen für diese Schummelei, die da gemacht wurde. Was können wir nun machen? Was sind die Politikimplikationen, Optionen? Länger arbeiten, natürlich. Das ist ja klar, wenn wir länger arbeiten, haben wir mehr Beiträge und weniger Rentenausgaben. Das ist das Mittel der ersten Wahl. Dass wir nun aber umgekehrt auf 63 gehen für bestimmte Bedingungen, unter bestimmten Bedingungen, ist ein Schritt in die falsche Richtung. Müntefering hat für die 67 gekämpft und heute wird das wieder kassiert. Es ist eine fahrlässige Politik. Aber reicht 67? Es gibt eine Studie der Vereinten Nationen für alle Länder, wo einfach mal ausgerechnet wird, anhand der Alterspyramiden dieser Länder, wie hoch das Renteneintrittsalter gesetzt werden müsste, rein theoretisch, ja, damit die Relation von Rentnern und Jungen dieselbe bleibt wie heute. Damit also weder der Beitragssatz vergrößert noch das Rentenniveau verringert werden muss. Was glauben Sie, was da rauskam? 77. Ja, wenn jetzt ein Journalist hier ist, der schreibt dann gleich, Sinn empfiehlt Rente mit 77. Nein, das tue ich nicht. Das ist auch nicht meine Zahl. Das haben die Vereinten Nationen ausgerechnet. Zeigt aber, wie groß das Problem ist. Und wie wenig Mileage, selbst also die Erhöhung des Renteneintrittsalters auf 67 bringt. Man muss das wohl machen. Also nochmal die Warnung hier, das ist also nur eine Wenn-Dann-Aussage. Was ich aber empfehlen würde, wäre das gesetzliche Rentenalter abzuschaffen. Warum muss ich sagen, die Leute müssen aufhören mit 65? Ich spreche jetzt auch hier pro domo, muss ich gestehen, denn ich höre im Februar auf, dann bin ich 68 oder im März. Noch nicht wirklich Lust, ne? Gebe ich zu.
Aber davon mal abgesehen, warum muss man das so festlegen? Warum kann man das nicht selber entscheiden? In Amerika gilt das als Diskriminierung, wenn man Alten den Job wegnimmt. Und aus Altersgründen die Beschäftigung verbietet. Ich würde sagen, man muss ja nicht länger arbeiten, aber man sollte die Option geben. Wer länger arbeiten will, warum soll der nicht länger arbeiten? Es fehlt uns doch nun an Menschen, die dann arbeiten und die Beiträge noch zahlen können. Und wenn Einzelne länger arbeiten wollen, soll man sie doch lassen. Man braucht zwar noch ein Rentenbezugsalter sozusagen von dem für die mathematischen Berechnungen der Renten, aber man braucht nicht mehr ein gesetzliches Rentenalter. Das ist überflüssig. Und es gibt ja eine ganze Reihe von Ländern, wie Sie hier sehen, die haben das schon. Ja? In England, in Schweden gibt es keine gesetzliche Altersrente mehr, auch in Amerika nicht, in Australien nicht und so weiter. Und jetzt kommt die Einwanderung, das ist das nächste Thema. Nichts könnte heißer sein als das, ich werde mich also hüten, jetzt hier zu viel zu sagen. Aber natürlich löst die Einwanderung das Problem auch. Ob wir nur neue Kinder haben oder ob die Menschen von außen kommen, ist eigentlich egal. Eigentlich ist es noch besser, wenn sie von außen kommen, dann müssen wir die Investitionskosten in die Kinder nicht tragen. Mal vorausgesetzt, sie sind dann schon ausgebildet, was ja nun gerade das Problem ist. Aber im Prinzip ist die Zuwanderung genauso eine Lösung für dieses technische Problem der Überalterung wie die Kinder. Aber wie viel würde man denn brauchen? Rechenexempel. Nun, bedenken Sie, ich hatte vorhin schon gesagt, es fehlen uns bis 2035 8 Millionen Erwerbstätige und wir haben 8 Millionen Rentner ungefähr mehr. Würden 8 Millionen Zuwanderer reichen, um das Rentenniveau und die Beitragssätze konstant zu halten? Nein, natürlich nicht, weil selbst wenn ich die wegbrechende Arbeitsbevölkerung voll auffülle, dann haben wir ja mehr Rentner. Also die Relation kommt dann immer noch in Schieflage. Ich muss ja noch viel, viel mehr als die 8 Millionen reinholen, damit ich diese vielen Alten matche in der Proportion, wie wir es heute haben. Was glauben Sie also, wie viel das sein würden? Diese Zahl kann man sehr genau ausrechnen, weil sie unabhängig ist von einer Migrationsannahme. Es geht ja gerade darum, wie viele Migranten bräuchte ich. 30 Millionen. 32 Millionen, um bis zum Jahre 2035 den Altersquotienten auf dem heutigen Niveau zu lassen, unter aber noch einer heroischen Annahme, nämlich der, dass die Einwanderer alle jung sind und jung bleiben. Es ist klar, wenn die Alterspyramide der Zuwanderer genauso komisch aussieht wie unsere eigene, dann kann ich unendlich viele zuwandern lassen und es hilft gar nichts. Nicht? Also man muss hier eine Annahme machen, dass die jünger sind und nicht bis 2035 dann nun schon selber in die Rente gehen. Unter dieser optimistischen Annahme sind es genau 32 Millionen Menschen. Es ist keine Horrorzahl, es ist keine gar nichts, keine Hypothese, Das ist eine der härtesten Zahlen, die ich Ihnen überhaupt bieten kann, weil sie völlig unabhängig von irgendwelchen Annahmen über Immigration ist. Ich rechne ja gerade die Immigration aus, die nötig ist. Verstehen Sie die Logik? Da kann keiner sagen, der hat da irgendwelche Annahmen getroffen oder so. Da ist nichts mit Annahmen. Das ist eine ganz harte, knallharte 1-mal-1-Zahl. 32 Millionen wären nötig, um die Relation von Alten und Jungen, wenn ich alt ab 65 definiere und jung von 14 bis 64, so zu halten wie heute. Also so gesehen, bitte noch mal ein paar Syrer. Ja? Die 1 Million ist ein Tropfen auf den heißen Stein im Vergleich zu dem, was nötig ist. Sie sehen natürlich auch an der aktuellen Diskussion über die Immigration, Integration, was das alles für Probleme ist. Man kann so ein Rechenexempel leicht machen, aber was das praktisch bedeutet, das wird uns jeden Tag im Fernsehen heute vorgestellt. Wir kommen in eine gewaltige Problemlage rein. Gewaltig. Und Herr Börk hat es immer schon betont. Jahrzehntelang hat er das betont. Und was machen die Deutschen? Halten sich die Ohren zu. Biedenkopf hat es betont. Miegel hat es betont, schon in den 80er Jahren.
Und wäre ich nicht so dumm gewesen bei meiner Dissertation, dann hätte ich es noch eher betonen können. Ich habe damals noch nicht das Problembewusstsein entwickelt als junger Mensch, mit 23 Jahren oder was ich war, für diese Probleme. Mein damaliger Chef, Herbert Timm, hat gesagt, es gibt nur zwei Prinzipien, wie man also Dinge verändern kann, Einsicht oder Erfahrung. Und mit der Einsicht ist es halt nicht weit her in der Politik. Die Politik ist außerstande, langfristig zu denken, weil die Wahlperioden so kurz sind. Da geht es um das Ränkespiel der Politiker, nächste Wahl, Bundestagswahl, Landtagswahl, wie stellen die sich auf, wie stelle ich mich auf, welchen Zug muss ich machen, muss ich die Atomkraftwerke vielleicht abschalten, damit ich die Wahl in Baden-Württemberg gewinne und so weiter. So ungefähr geht das. Das Langfristige taucht da überhaupt gar nicht richtig auf in diesem politischen Entscheidungsprozess. Und das ist das Problem. Deswegen ist unsere Demokratie bislang völlig außerstande, sich diesen offenkundigen Problemen adäquat zu widmen. Das ist ja übermorgen, 15 Jahre. Das ist doch jetzt nicht mehr weit. Ich meine, nach vorne kommen 15 Jahre einem länger vor als nach hinten. Denken Sie mal 15 Jahre zurück, das ist das Jahr 2000, das ist doch gerade gewesen, nicht? Es ist wirklich nicht mehr weit. Ja, also wir brauchen eine Menge Migranten, wir brauchen gut ausgebildete Migranten, die sich integrieren lassen. Ich habe mich mehrfach für so ein Punktesystem ausgesprochen. Nur wo holen wir sie her? Aus Europa ist schwer, da können wir das ja auch nicht anwenden. Die anderen leiden ja unter den gleichen Problemen. Und wo kriegen wir die her? Sind das nun genau dieselben, die da aus der Wüste kommen? Das ist auch nicht ganz klar. Ein ganz schwieriges Thema, was die Deutschen jetzt eben endlich mal anlässlich der aktuellen Ereignisse diskutieren. Wir haben eine Einwanderung in den Sozialstaat, faktisch schon seit vielen Jahren, weil der Sozialstaat ja nun eine Einrichtung ist, die von oben nach unten umverteilt. Sonst hätten wir ja keinen Sozialstaat. Wer überdurchschnittlich verdient, muss mehr an den Staat abgeben, als er in Form öffentlicher Güter, Infrastruktur, freies Rechtssystem, freie Straßen und so weiter zurückkriegt. Und wer unterdurchschnittlich verdient, der muss halt nicht so viel zahlen, wie er zurückkriegt. Es ist eine Umverteilung von oben nach unten, aber das zieht natürlich die Geringqualifizierten an. Und das sind nun gerade die, die dann Geld kosten und nicht noch dann Geld bringen für den Staat. Das ist das Fundamentalproblem. Das nächste Problem ist, die dazuwandern, können die überhaupt integriert werden? Wenn ich gleichzeitig einen Mindestlohn einführe und 1 Million Leute reinhole in einem Jahr, das beißt sich doch. Das geht ja nun mal nicht. Ich meine, Ökonomen können nicht sagen, was man tun sollte, aber sie können auf Zielkonflikte hinweisen. Und es ist ein Ding der Unmöglichkeit, den Lohn zu fixieren und gleichzeitig zu sagen, wir integrieren jetzt mal noch eine zusätzliche 1 Million Arbeitskräfte. Das geht halt nicht. Mehr Jobs gibt es nur bei fallenden Löhnen unter sonst gleichen Verhältnissen. Und wenn ich das verhindere durch den Mindestlohn, gibt es die Jobs nicht. Dann ist es eine Immigration in die Arbeitslosigkeit. Frau Nahles sagt, ja, sagen wir doch froh, dass wir jetzt den Mindestlohn haben, damit da kein Lohndruck entstehen kann. Ja, wie denn? Wie hart will sie denn sein gegenüber den Migranten? Sie will keine Jobs für sie? Das heißt es doch. Wo ist denn da die Willkommenskultur, wenn man jetzt verhindert, dass die Zuwanderer Jobs kriegen? Also sie träumt von einer Lösung, die es gar nicht gibt. Das ist das Problem. Ökonomisch gibt es das nicht. Und diese Träumerei, die ist das, was so Ökonomen immer so fürchterlich aufregt. Ich kann entweder das eine machen oder das andere, aber ich kann nicht beides machen. Ich kann nicht Millionen in den Arbeitsmarkt reinstecken und gleichzeitig den Lohn fixieren. Ich kann nicht glauben, dass ich Niedriglöhner reinhole und die Lohnverteilung sich nicht ungleicher wird. Das geht eben doch alles offenkundig nicht. Also da haben wir noch viele Lernprozesse vor uns in Deutschland, bis wir uns den Realitäten hier stellen. Ich bin sehr für Zuwanderung, aber man muss
die Zuwanderung der Geringqualifizierten, die dann per Saldo Kostgänger des Staates sind, doch irgendwie reduzieren. Sonst können wir das Finanzproblem, das uns hier bevorsteht, ja nun wirklich nicht lösen. Und das geht zum Beispiel durch ein Punktesystem, wie es Kanada hat, wie es andere haben. Die SPD hat das nun schon lange gefordert. Ich finde es eine absolut richtige Forderung. Und die CDU ist gerade so gedanklich dabei, das auch zu verinnerlichen, dass das vielleicht sinnvoll sein könnte. Natürlich nur für Nicht-EU-Länder. In der EU haben wir ja Freizügigkeit, das gilt das ja sowieso nicht. Und diese Länder haben alle schon Punktesysteme, ganz viele. Selbst Österreich hat ein Punktesystem. So fern muss das gar nicht, man muss nicht nach Amerika gehen, nach Kanada. Dritte Empfehlung, Frankreich folgen. Die Franzosen haben tatsächlich viel mehr Kinder. Typische Akademikerfamilie, das ist ein Milieu, in dem ich mich auskenne, ja, hat 3 Kinder, 4 Kinder, das geht gar nicht anders. Und bei uns sind es dann 2. Da fehlt ein Kind im Vergleich zu Frankreich. Diese großen Autos mit den vielen Sitzen, Peugeot Familial, wo ist denn das entstanden? In Frankreich, nicht? Weil für die vielen Kinder dann halt Sitze benötigt wurden. Das Bild hatten wir schon gehabt. Was macht Frankreich? Frankreich hat den Quotient familial, das ist ein Kindersplitting. Wir haben also in Deutschland ja auch das Familiensplitting, das heißt, 2 Ehepartner werfen ihr Einkommen zusammen. Wenn es ungleich ist, hat man was davon, weil man nur mit dem durchschnittlichen Einkommen dann in die Progressionstabelle reingeht. Und dann kommt man mit einem kleineren Steuersatz daraus, als wenn das separat besteuert würde. Und das kann man in Frankreich mit Kindern machen. Das heißt, die ersten 2 Kinder zählen wie der Ehepartner. Wenn also ein Ehepaar 2 Kinder hat, darf das Einkommen durch 3 geteilt werden. Und dieses gedrittelte Einkommen geht in die Progressionstabelle rein und dann rechnet man sich den Steuersatz aus. Wenn ein 3. Kind geboren wird, dann zählt das nochmal voll. Das heißt, dann darf man durch 4 teilen. Der Anreiz für das 3. Kind ist besonders stark in Frankreich. Ganztagsschule, Vereinbarkeit von Familie und Beruf geht in Frankreich viel besser. Wir haben ja in Deutschland immer noch meistens die Halbtagsschulen, wo die Kinder des Mittags zum Essen nach Hause kommen. Das ist nicht gut kompatibel mit der Berufstätigkeit. Dann haben sie die École maternelle. Das heißt, ab 3 Jahren kommen 99% aller Kinder in die Vorschule. Können lesen und schreiben, wenn sie in die normale Schule kommen. Darum geht es mir jetzt nicht, aber es ist eben dann für die Frauen eine deutliche Erleichterung. Wir haben viel gemacht. Schon die Regierung Schröder hat ja die Kindergärten dramatisch ausgebaut und das hat auch nachweislich die Fertilität in Deutschland erhöht. Helmut Reiner vom IFO-Institut hat da sehr viel geforscht. Und mehr Krippen gibt es in Frankreich, die Crèches. Das fängt jetzt in Deutschland auch so allmählich an. Wie man das jetzt begründet und beurteilt, ob das jetzt gut ist für die Kinder, ist noch ein ganz anderes Thema, aber das jedenfalls machen die Franzosen. Und sie haben auch Kinder in der Rentenformel. Es ist also ein Sammelsurium von Anreizen verschiedenster Art, um eben höhere Fertilitätsraten hervorzubringen. Aber natürlich, für die aktuelle Rentenkrise kommt das alles viel zu spät. Denn unsere Babyboomer können einfach nicht mehr. Ne? Gehen nicht mehr. Das ist zu spät. Das hätte man machen müssen, als Herr Börk das sagte. Da war die Möglichkeit noch gegeben. Deutschland hat die Chance hier vertan. Dennoch, das Problem geht ja weiter. Also es ist ja, gibt ja nicht nur die Babyboomer, es gibt auch die dann nachfolgenden Generationen. Alle werden sie vor ähnlichen Problemen stehen, wenn sie keine Kinder haben. Für jede Generation gilt, wenn sie keine Kinder hat, wird sie im Alter hungern oder wird es ihr nicht so gut gehen. Denn
das ist ja klar, wer keine Vorsorge macht in Form von Ersparnissen und wer keine Kinder hat, der muss ja nun hungern. Es ist ja sonst keiner da, der bezahlen kann. Ich meine, die anderen können zahlen, aber wenn sie es alle machen, geht es nicht, dann ist nichts da. Das Sparen ist in der Tat eine Möglichkeit. Angela Merkel hat im Dezember 2014 beim Festakt zur 125-Jahr-Feier der gesetzlichen Rentenversicherung gesagt, ich bin überzeugt, dass ich künftig nur durch eine Mischung gesetzlicher, betrieblicher und privater Altersvorsorge eine angemessene Absicherung im Alter aufbauen lässt. Bemerkenswerte Stellungnahme. Was sagt sie? Sie sagt, die Rente reicht nicht. Blüm ade. Und sie sagt, ihr müsst sparen, damit ihr ein zweites Standbein habt. Nicht nur Humankapital, sondern auch Finanzkapital müsst ihr bilden. Riester-Rente. Oder betriebliche Altersvorsorge, wie sie hier meint. Also man muss was dazu machen. Und das ist die Philosophie tatsächlich hinter der Riester-Rente. Das ist auch die Philosophie des Wissenschaftlichen Beirates gewesen, als er die empfohlen hat in seinem Gutachten, glaube ich, 89 war es. Man kann viel darüber resonieren, ob ein Kapitaldeckungs- oder Umlageverfahren letztlich effizienter ist. Das ist gar nicht der Punkt. Der Punkt ist, die Deutschen haben nun mal nicht genug Kinder, um im Alter davon zu leben. Und dann müssen sie halt das, was da fehlt, ersetzen durch Ersparnis. Wenn ich das Geld nicht in die Kindererziehung stecke, dann muss ich es zur Bank bringen. Und dass die Bank mir das später zurückgibt. Mehr Möglichkeiten gibt es nicht. Das ist die einfache Triviallogik, die der wissenschaftliche Beirat hatte und die zur Riester-Rente führte. Ist auch richtig. Ist absolut richtig. Es war also eine Krisenbewältigungsstrategie jenseits aller langfristigen Effizienzüberlegungen. Aber so richtig gut hat das, glaube ich, nicht funktioniert, wie ich Ihnen gleich noch zeigen werde. Hier mal eine Karikatur, um das Problem nochmal darzulegen. Also die typische deutsche Familie, die Müllers, haben leider nur ein Kind, nicht? Die Melanie. Und die Frage ist, wer ernährt sie im Alter? Die Melanie schafft es nicht, weil die Relation falsch ist. Und dann müssen sie das, was sie sonst hätten in ein zweites Kind stecken können, jetzt zur Bank bringen. Und die Bank finanziert eine Fabrik und später kann die Fabrik also zurückzahlen und davon kriegt man die Rente. Realkapital als Ersatz für das fehlende Humankapital in den Köpfen der Menschen. Nicht das Kind, nicht die Melanie ist das Humankapital, sondern was sie hier oben drin hat. Das nennen die Ökonomen Humankapital. Die Riester-Rente, die jetzt da zustande gekommen ist, erfreut sich also in der Industrie, in der Finanzindustrie und bei den Versicherungen großer Beliebtheit. Immer mehr Leute haben da auch mitgemacht. Sie kennen das alle. Und dann haben wir die betriebliche Altersrente noch dazu, von der Frau Merkel sprach. Also es ist dieses zweite kapitalgedeckte Standbein zum Humankapital entstanden in Deutschland. Aber so sicher, wie Frau Merkel tut, ist es, glaube ich, nicht. Sie sagt, während sich das Umlageverfahren relativ unbeeindruckt von Turbulenzen auf den Finanzmärkten zeigt, vermag das Kapitaldeckungsverfahren demografische Risiken abzufangen. Tja, schauen wir uns mal an, was die Banken eigentlich machen mit dem Geld, das wir ihnen geben. Das sind die Wertpapierbestände der deutschen Banken. Hier sind bei den inländischen Wertpapierkäufen sehr viele Staatspapiere dabei. Und bei den ausländischen Wertpapierkäufen sind im Wesentlichen auch sehr viele Staatspapiere dabei. Also die Hälfte ihrer Anlagen sind Staatspapiere. Staatspapiere des deutschen Staates, des griechischen Staates, des spanischen Staates. Und das ist unsere kapitalgedeckte Altersvorsorge. Das muss man sich mal ganz klar machen, was da gelaufen ist. Das ist doch auch nur ein Umlageverfahren. Ich sagte das doch eingangs schon, Umlageverfahren und Staatsverschuldung ist ungefähr dasselbe. Das eine ist eine implizite, das andere eine explizite Staatsschuld. Das ist eine Belastung zukünftiger Generationen. Und was wir jetzt zugelassen haben mit der Riester-Rente ist, dass unter dem Deckmantel der Kapitaldeckung in Wahrheit ein zweites privates Umlageverfahren auf der Basis von Staatspapieren realisiert wurde. Ein großer regulatorischer Fehler, dass das den Banken nicht verboten wurde. Die hätten Aktien kaufen müssen oder sonst was, aber nicht gerade Staatspapiere.
Und Sie wissen, dass eben sehr viele Staatspapiere auch gerade in den jetzigen Krisenländern in Südeuropa gekauft wurden. Nicht? Griechenland ist ja am 3. Juli explizit pleite gegangen. Das hat jedenfalls der Rettungsschirm EFSF formell verkündet. Nicht? Den Konkurs des griechischen Staates. Dann haben wir nicht nur in Griechenland zum Glück investiert, aber sagen wir mal doch relativ viel in dubiosen Ländern. Ländern, die zu normalen Zinsen zum Teil heute pleite wären und die jetzt durch die Zinspolitik der EZB noch so halbwegs über Wasser gehalten werden. Aber die Nullzinspolitik nimmt natürlich den Sparern jetzt das Geld weg. Die Lebensversicherer können ihre Garantieverzinsung nicht mehr leisten. Und da sehen Sie schon, wie bröckelig diese zweite Säule eigentlich ist. Das ist nicht im Sinne der Erfinder, jedenfalls des wissenschaftlichen Beirats, der das zweite Standbein wollte. Nun überhaupt nicht. Eine Empfehlung wäre, die Anlagevorschriften ändern. Aktien und Realkapital statt Staatspapiere. Staatspapiere müssen strikt eigentlich ausgeschlossen werden. Es ist ein Unding, dass bei der Regulierung der Banken und der Versicherungen nach dem Solvency-Verfahren und nach dem Basel-Verfahren die Staatspapiere kein Eigenkapital brauchen. Die dürfen ihre Bilanzen vollpacken mit Staatspapieren und brauchen keinen Cent Eigenkapital dafür vorzuhalten, was teuer ist. Und das tun sie denn auch. Da können sie ihre Bilanz grenzenlos ausweiten, ohne dass es irgendeine Schranke gibt. Und mit dem klitzekleinen bisschen Eigenkapital, das ist noch bei einer Bank nicht mehr als 5%, häufig nur 2 oder 3%, drehen sie so ein riesiges Anlagerad. Und das Risiko soll das Eigenkapital tragen? Wie soll denn das gehen mit 3%? Das Risiko trägt der Steuerzahler. Das muss dringend geändert werden. Wir können nicht zulassen, dass ein besonderer Anreiz auch noch ausgeübt wird im Regulierungssystem der Banken und Versicherungen, dass nun Staatspapiere gekauft werden. Staatspapiere sind so ziemlich das Unsicherste, was man sich vorstellen kann in dieser Welt. Denn im Gegensatz zu privaten Gläubigern können sie den Staat nie vor den Kadi zerren. Es gibt kein Gericht, wo sie hingehen können und sagen, du Staat musst jetzt bezahlen. Der Staat ist ein souveräner Schuldner, der immer die Möglichkeit hat, zu sagen, ich zahle nicht zurück. Punkt. Da gebe ich das lieber irgendeinem privaten Unternehmen und wenn die nicht zahlen, kann ich sie wenigstens belangen vor irgendeinem Gericht, statt einem dubiosen Staat. Ich will jetzt nicht sagen, welchen Staat ich hier meine, das kann sich ja jeder selber überlegen, aber die Illusion, die Staaten seien nun besonders sicher, um das demografische Problem zu lösen, das ist abwegig, nicht? Weil die Staaten alle in Schwierigkeiten kommen werden, weil sie alle gleichzeitig die demografische Krise haben werden. Im Übrigen, mit der Riesterei kann man auch leicht, wenn man nicht aufpasst, die Familien überlasten. Ich darf noch mal mein Beispiel hier nennen. Wir haben also hier die eine Familie Müller, und dann haben wir aber vielleicht noch ein anderes Paar, Emma und Klaus. Und jetzt sagen wir mal, die Müllers haben nicht ein Kind, sondern die haben zwei Kinder. Und Emma und Klaus haben keine Kinder. Alle haben sie Eltern, sonst wären sie nicht da. So, in die Rentenversicherung einzahlen müssen sie alle, weil sie ihre Eltern ernähren müssen. Das Rechtssystem gibt ihnen jetzt noch einen Anspruch gegen die nachfolgende Generation. Der hängt aber in der Luft, wenn die nicht da sind. Zunächst einmal sind die Beiträge nicht ein Anbau von Ansprüchen von einem selber, sondern die Finanzierung der eigenen Elterngeneration. Das müssen sie alle machen. Die Müllers stecken hier viel Ressourcen in die Erziehung ihrer Kinder. Und Emma und Klaus tun das nicht und sie könnten sparen. Das tun sie auch durch das Riester-Sparen. Aber von den Müllers verlangt man dasselbe nochmal. Die sollen das auch tun. Man unterscheidet also hier nicht zwischen den Leuten, die Kinder haben und nicht. Ich glaube, das muss anders gemacht werden. Wir brauchen eine Kinderrente, so nenne ich das. Es ist eine Zusatzversorgung. Also die gesetzliche Rente wird hier überhaupt nicht angetastet, auch die Beamtenpensionen nicht, die bleiben alle so, wie sie sind.
die Systeme laufen so weiter, schaffen es aber nicht aus demografischen Gründen so richtig die Rente zu liefern. Und da müssen wir offenbar noch was Zusätzliches tun, was Frau Merkel ja auch gesagt hat. Man muss noch was, muss noch mehr machen, weil das nicht reicht. Und was kann dieses Zusätzliche sein? Für meine Begriffe ist das eine Kombination aus der Riester-Rente oder einer Art kapitalgedeckter Rente und eben dem, was ich Kinderrente nenne. Ich stelle mir vor, junge Menschen, die ins Arbeitsleben eintreten, müssen sofort sparen. Es gibt ein Pflichtsparen. Und wenn dann sie Kinder kriegen, dann wird ihnen dieses Pflichtsparen erlassen. Sagen wir mal, fürs erste Kind wird ein Drittel erlassen, fürs zweite das zweite, fürs dritte das dritte Drittel. Und das Geld, das sie schon angespart haben, wird dann sogar frei. Das heißt, das Konto, das sie aufgebaut haben, man fängt mit 20 an und dann ist 30, kommt das erste Kind, da hat man schon gespart. Ein Drittel von dem Geld, das man gespart hat, wird beim ersten Kind frei und kann man in den Kinderwagen investieren und so weiter, nicht? In das Kind. Und beim zweiten Kind wird noch mehr frei. Beim dritten Kind ist man aus diesem Sparsystem raus. Die, die keine Kinder haben, bleiben drin. Wenn sie alt sind, kriegen sie von der Bank ihre Rente, Zusatzrente zur gesetzlichen Rente. Und was machen wir mit den Leuten, die Kinder haben? Nun, die sollen eine Kinderrente kriegen. Das heißt, die Kinder, wenn sie dann alt sind und erwachsen und leistungsfähig, zahlen einen Rentenbeitrag, ganz egal, was sie machen, ob sie selbstständig sind, Beamte sind oder sonst wie tätig sind, zahlen einen Rentenbeitrag und dieser Rentenbeitrag ist reserviert für die Eltern. Sie zahlen natürlich zusätzlich die alten Systeme weiter. Das soll ja nicht verändert werden. Aber dann würden die Eltern noch eine Zusatzrente kriegen. Und das ist, glaube ich, ein sehr gerechtes System, weil die einen, die keine Kinder haben, müssen eine Zusatzlast aufbringen, indem sie sparen und kriegen später eine Zusatzrente. Und die anderen, die Kinder kriegen, haben eine Zusatzlast in Form der Erziehung ihrer Kinder und kriegen eine Zusatzrente von den Kindern. Also jeder hat eine Zusatzlast und jeder kriegt eine Zusatzrente. Alle haben sie später die gleiche Rente. Das ist ein Vorschlag, den ich hier machen würde und den ich auch schon gemacht habe. Und ich betone nochmal, hier wird keine Rentenkürzung für irgendwen vorgeschlagen, schon gar nicht für Kinderlose, sondern das alte System bleibt vollkommen unverändert. Es geht nur um die Merkel'sche Zusatzrente. Es wird also keinem eine Anwartschaft weggenommen oder so irgendwas. Null. Aber diese Zusatzrente wird eben nicht wieder nach dem gleichen Muster konstruiert wie vorher, dass eben alle Kinder zahlen und alle das kriegen, ganz egal, ob sie die Kinder großgezogen haben oder nicht. Für diese Zusatzrente unterscheiden wir jetzt mal. Ich finde das auch besser von der Anreizwirkung. Erinnern wir uns nochmal, was das Problem ist. Das Problem ist, dass hier Herr Bismarck durch seine umlagefinanzierte Rentenversicherung die Früchte der Familienplanung sozusagen verteilt, zum Teil. Nicht? Das ist eine negative Anreizwirkung. Und dagegen halten wir an durch unsere Familienförderung. Nicht? Frau Schwesig, die nimmt also viel Geld und gibt es dann wieder aus, um gegen den Bismarck anzukämpfen, damit das so halbwegs wieder im Gleichgewicht ist. Ich frage Sie, was haben die beiden im Schlafzimmer zu suchen? Nichts. Ja, der eine gehört da nicht hin und der andere nicht. Also wir müssen allmählich wieder zu einem System kommen, wo die Menschen selber bestimmen, wie viele Kinder sie haben wollen, anstatt das durch irgendwelche staatlichen Instanzen steuern zu lassen. Und deswegen spricht, glaube ich, viel dafür, diese Zusatzversorgung in der Form durchzuführen, wie ich Ihnen das gerade beschrieben habe. Es ist kein lenkender Eingriff, sondern ein Eingriff, der die Lenkung des Staates zurücknimmt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.